Hallo Leute, mein Name ist Otzas T und willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft und heute wieder mal mit Fremdbeteiligung, denn hier auf dem Server haben wir uns entschieden, okay, wir machen was Größeres zusammen und als Vorbereitung bin ich mit Giga ins Nether. Und da hat sich so einiges getan. Aber schaut selbst mal. Der Plan für heute war ja, dass wir ein paar Widder bekämpfen, sodass wir mindestens drei Köpfe bekommen für einen Widderfight. Und ich hätte nichts dagegen, wenn es mehr als nur drei sind, so dass wir mehr als einen Kampf bestreiten können. Okay. Ich habe ganz am Anfang mal eine Fortress gefunden im Soul Sand Valley und da spawnen sie wie verrückt. Jetzt ist die Frage, was brauchst du an Ausrüstung fürs Nether? Wenn ich meine Ausrüstung so durchgehe, ich habe irgendwie keine gute Brustplatte mehr, weil die Elytra ja da ist. Und die andere finde ich nicht mehr. Und ich weiß nicht, die Elytra brauchen wir wahrscheinlich. Netto. Ja, wenn man davon fliegen will, ja. Ich habe eigentlich immer Elytra an. Ich habe Diamanthelm, Diamanthose und goldene Schuhe. Und ich habe ein paar Goldschuhe übrig und zwei Paar Hosen, eine mit Projectile Protection und eine mit Feuer. Also zurzeit habe ich Diamant an, ein Helm mit Protection 4, Hose Protection 4, Unbreaking Mending und die Boots haben Feather Falling, Frostwalker Unbreaking und Protection und Mending. Die Diamant-Boots, aber ich brauche ja noch Gold-Boots. Okay, kann ich dich versorgen? Und Bett hierhin platzieren, oder? Schon passiert. Ah, okay. Nimm dir eins. Spawnpoint Set. Dann mache ich mir am besten hier draußen noch auch noch eine kleine Kiste hin. Einfach, dass ich überflüssiges Zeug einpacken kann. Chest. Hast du mir deinen Bogen? Welchen? Den mit Power 3. Yep. Oh. Voilà. Oh, da unten. Und das sieht wirklich so aus, als hätte ich die gefunden. Du siehst da die Netherrack-Konstrukte rundherum. Ja. Und ich bin, glaube ich, letztes Mal von
dieser Richtung da hinten gekommen. Blaze? Genau. Wieder Skeletons, die sind ja 3 Blöcke hoch. Das heißt, die kommen hier unten nicht durch. Okay. Und wir wollen vermeiden, die Zombie-Feide Pigment anzuschießen. Genau. Der Blaze nutzt ihn gerade als ein lebenden Schild. Oh, da ist ein Widerskelett. Direkt neben. Yep. Ja. Oh. Willst du dich mit den Skeletons, also den Widerskeletons? Kann ich machen. Dann kümmere ich mich um den Rest. Da oben auch noch. Ah, yep. Wie gesagt, 157. Inzwischen 211 minus 142. 211 minus 142. Okay. Ein Crafting Table. Oh, das wird jetzt. Das wird das ein bisschen. Oh, das wird das. Das wird ein bisschen gefährlich jetzt. Aha. Ja. Ich sehe das Foto schon wieder. Aber ich muss mich gerade ein bisschen zurückziehen. Bau dich irgendwo ein. Mhm. Ich. Soll ich dir sagen, wo ich bin? Ja, lass mich noch zuerst deine Items sichern. Mhm. Wenn du Blaze in den Rücken schießt, will ich gut gerne. Ups. Oh oh. Ja. Yep. Ich war in der ersten Box da. Okay. Ich muss jetzt gucken, dass ich die Blazes wegkriege. Wie viele spawnen denn da wieder? Nein. Da stehen eben noch Wither-Skeletons davor. Ich habe versucht reinzufliegen, habe auch verfehlt. Wollte davon fliegen. Okay. Also, die Kiste. Was wir jetzt natürlich machen können, ist, die Gegend ist nicht geladen. Das heißt, meine Items, die spawnen nicht. Wir können uns Zeit nehmen, uns ausrüsten und dann schauen. Wie wir zurückkommen. Brauchst du noch Feuerwerk oder Karotten? Ich habe noch einen halben Stack Steak. Ich habe noch ich habe noch 28 Feuerwerk. Was ich noch bräuchte, ist einen Pfeil. Einen einzigen, da ich hier jetzt Infinity habe.
Ich da. Okay. Dann packe ich die hier rein. Das geht auch da rein. Dann nehme ich mal 3 Fire Resistance auf die Hotbar. Nee, das ist noch einer. Ja, hier sind welche. Oh, das hat deine Ausrüstung an. Der ist tot hier. Also ich bin drin bei deinen Items. Soll ich sie aufnehmen? Ja, gerne. Gut, hab alles. Soll ich wieder rauskommen zu dir oder wo bist du genau? Unten in einem. Yep. Das, was ich da hatte. Ich glaube, hattest du noch Feuerwerk dabei? Weil ich glaube, das ist jetzt mit meinem zusammengelegt. Ja. Das ist nicht so tragisch. Aber ein Skeleton oder Skull? Skull. Wo bist du jetzt gerade hin? Ich sehe dich gerade nicht. Ah, du bist geradeaus weiter. Okay, ich bin abgehoben. Ups! Ist rausgefallen? Ja. In Lava. Funktioniert der Trank noch? Ja. Okay. Aber ich habe keine Building Blöcke. Soll ich hier was? Nee, runterwerfen ist blöd. Ich komme hier rauf und dann zurück zur Ender Chest. Okay, dann mache ich mal auf den Rückweg. Ups. Wo bist du? 146 minus 188. Im Fortress, ja. Oh. Nee, jetzt sterbe ich. Tot. Oh, da sind auf einmal von zwei Seiten Leute runtergesprungen. Als ich auf Soulsend war. Jetzt ist jetzt nicht gut. Ich bin wieder zurück. Ich sehe nicht, wo ich war. Ich hab so. Ich bin von deinem Punkt aus ich bin auf der Oberfläche vom draußen außerhalb des. Ja. Mein Problem ist, dass ich kein Feuerres mehr habe. Ich habe 3 Feuerres noch in meiner Box drin, in meiner Ender Chest. Okay, komme ich nicht dran. Ja, ich versuche zu dir zu kommen. Du bist noch nicht tot? Doch, ich bin tot. Hast du es gesehen? Ich habe deine. Ich weiß nicht, ob mein Inventar groß genug ist. Okay. Hab mindestens mal Feuerrest genommen. Und jetzt
ich sterbe hier. Oh. Das war eine dumme Idee. Naja, ich habe nichts wirklich. Ich habe das meiste. Plus ein Wederskull. Wederskull. Der ist wahrscheinlich in meinem Todeskampf noch dazu. könnte auch meiner sein. Kann auch sein, ja. Ups. Wir haben ein Problem. Was? Ein Zombified Pigman hat deine Schuhe und Helm. Okay. Ja, ich schaffe es nicht mehr zu dir. Aber ich denke, die Schuhe und der Helm. Lava? Hm? Ja, Lava. Das Problem ist, ich habe es versucht durchzukommen zu dir, oder? Ich habe alles. Okay. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr reingehen, weil ich ohne Ausrüstung komme ich nicht durch. Das ist das Problem, wenn man mit der Leiter hinfliegt, dann habe ich keine Chance, um irgendwie hinzukommen. Ja. Bis auf den einen. Okay. Damn. Hm? Die schleichen sich immer von hinten an. Und dann einmal den Weg nach rausfinden, nachdem wir ja immer den umgekehrten Weg gemacht haben. Was? Na, ist das nicht was? 9 Wither Skeleton Heads Skulls. Damit können wir was anfangen. Und einiges an Chaos stiften. Aber das werden wir in einer der nächsten Folge erledigen. Also bis dann und tschüss.